Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns einen extrem teuren Adventskalender an, denn der von Linda Horburg, LH Cosmetics, kostet 278,90 €. Yo. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier soll aber auch ein Warenwert von, 776 € drin sein und ihr bekommt den auch exklusiv bei Purish. Da könnt ihr gerne in der Infobox vorbeischauen, da ist ein Affiliate-Link drin. Gekauft habe ich mir den aber tatsächlich selbst. Yo, ich bin ein Fan von Linda Horburg, also von LH Cosmetics auch. Ich habe auch heute die Daybreak-Palette verwendet für ein Reel. Schaut da gerne auf Instagram vorbei. Ja, und es gibt nicht nur den Purish eigenen Adventskalender, den man jetzt aktuell kaufen kann, sondern auch hier diesen. Und ich bin sehr gespannt. Also wir haben zuallererst hier so ein Täschchen und da sollen 25 Produkte drin sein. Alles wunderschön eingepackt. Ja, ich bin gespannt. Tatsächlich würde ich bei diesem Adventskalender sagen, gerade weil er so teuer ist, sollten nicht mehr als 3 von einer Kategorie drin sein und die Shade Inclusivity sollte auch gegeben werden. Wir schauen einfach mal und starten mit der Nummer 1. Das ist ein wundervolles Produkt. Shaping Light, Warm Glow. Ach so, und ich würde auch keine Proben oder Füllprodukte oder Travel Sizes cool finden. Das verwende ich persönlich als Primer. Andere verwenden den tatsächlich als punktuellen Highlighter. Ich mag den sehr gerne als Primer. Sehr, sehr tolles Produkt. Ja, Full Size und 25 ml, mega guter Anstand. Die Nummer 2, Velvet Couture Liquid Lipstick, oh, in der Farbe Orange Red, das ist mal eine spezielle Farbe. Und so ein schönes Orange-Rot passt natürlich auch sehr zu Weihnachten und so. Oh mein Gott, ich glaube, das wird eine gute Farbe werden. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe noch keinen Liquid Lipstick von Linda Horburg und nun habe ich einen hier. Oh, ist das eine geile Farbe. Oh mein Gott. Das knallt. Das kann ich mir auch sehr schön für Adventskalender-Unboxings vorstellen. Mega. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ja, ich bin nicht alleine heute in diesem Raum. Julius ist auch neben mir. Da gibt es irgendwie eine Competition. Da muss ich mal gucken, QR-Code scannen und so. Interstellar Multi-Use Eyeshadow for Eyes, Face and Lips. In der Farbe Collision. Eine Kollision. Oh mein Gott, der ist auch super schön, passt sehr gut für einen Adventskalender, ein wunderschönes Gold. Da muss ich wirklich mal gucken, also ich mag ja gerne von LH Cosmetics die Sparkles, ne? Hier muss ich dann einfach mal schauen, wie der sich auf meinem Auge machen wird. Scheint relativ schier zu sein, als Topper vielleicht oder als Cut Crease kann ich mir den vorstellen. Hier haben wir die Nummer 4, Core Crayon Black, das dürfte dann ein schwarzer Kajal sein oder sowas. Ja, das ist ein schöner schwarzer Kajalstift, was natürlich auch in einen Adventskalender passt. Ich persönlich verwende sowas jetzt nicht unbedingt, deswegen wird der auch nicht bei mir bleiben. Bislang haben wir echt wirklich so einen guten, ne, Mix, genau, die Nummer 5. Diese Mascara müsste ich eigentlich auch irgendwo da haben, deswegen blende ich euch mal das Bürstchen ein. Das ist die Infinity Power Lash Mascara und das dürfte auch, müsste eine Full Size sein, 8,7 ml, ne? Und es gibt Mascaras von LH Cosmetics, die ich richtig gut finde. Und es gibt welche, die ich gar nicht gut finde. Nikolaus darf gerne was Besonderes sein, ne? Ja, Julius findet das auch. Und das hier ist ein Crayon, den du tatsächlich als Lip Liner und auch als Eyeliner verwenden kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht in der Farbe Cherry die liebe Contra Junkie, die liebe Kati, die diesen Stift in ihrer Box mit Purish drin hatte. Da muss ich nochmal nachschauen. Es ist auf jeden Fall eine wirklich schöne Farbe, die ich mir auch echt ganz toll als Lip Liner vorstellen kann. Passt jetzt nicht unbedingt zu dem Orange-Rot, was wirklich sehr leuchtend ist. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rauskommt, ne? Muss ich mal gucken. Als Eyeliner wäre mir das wahrscheinlich zu krass, aber als Lip Liner kann das was werden. Die Nummer 7 ist sehr klein. Finde ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so geil, ne? Also wir haben hier einen Anspitzer mit dabei, nicht in einem 276 € Adventskalender. Das ist nicht in Ordnung. Nun, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und da sind 2 Sachen drin. Okay, mutig, Augenbrauenstifte. Einmal in der Farbe Taupe und in der Farbe Dark Brown, Infinity Brow Pen. Für mich wäre der Farbton Taupe, also der untere, auf jeden Fall etwas. Wir haben auf der einen Seite einen Spoolie, sehr praktisch, und auf der anderen Seite eine herausdrehbare Mine. Oh, der fühlt sich relativ hart auf der Hand jetzt beim Swatchen an. Okay. Muss ich auf den Augenbrauen sehen, ne? Aber die Farbe könnte auf jeden Fall gut was werden. Mal schauen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Ah, ich glaube, ich weiß, was drin ist.
Das habe ich, und das finde ich großartig, habe ich eben noch verwendet, um unter meinen Augen abzupudern. Das ist so ein Puffelding, nenne ich die ja immer ganz gerne. Wie heißen die denn? Powder Puff. Genau, ja, finde ich großartig, auch diese Spitze. Und du hast hier keine Nähte, die so blöd pieksen oder so, ne? Finde ich toll. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Ah, guck mal, hier haben wir, der ist super, ne? Glazed Sugar, das ist ein Highshine Lipgloss. Achso, ich dachte, das wäre einer von den Sparkles. Nee, das ist ein Lipgloss. Oh. Juli, oh. Sieht so aus. Kann man wahrscheinlich auch richtig schön in Kombination mit dem Lip Liner verwenden. Riecht leicht süßlich. Ja. Ist auf jeden Fall mal so ein bisschen Barbie-Core, ne? Krass. So, die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Ui, Matte Attack Primer. Da muss ich gucken, ob ich den mag. Ich bin ja eigentlich eher so der Glowy-Fan. Wobei man den dann vielleicht in Kombination mit dem ersten Türchen verwenden kann, damit es nicht ganz so trocken sich dann macht. Ich weiß es noch nicht genau. 25 Milliliter ist es nämlich von diesem Primer. Und ja, wenn man mag, ne, ist es eine ganz gute Sache. Wie gesagt, ich bin eher so die Glowy-Lady. Die Nummer 12 ist bei einem 25-Kläppchen-Adventskalender nicht die Halbzeit. Grayish. Long-Lasting and Waterproof Makeup Pencil Bound to No Rules. Also das kannst du dann als Kajal, Eyeliner, Lip Liner, was auch immer, Lidschatten, du gönnst dir, ne? Verwenden, muss ich mal gucken. Ja, ist aber auf jeden Fall eine schöne Farbe. Weiß ich noch nicht. Lasse ich jetzt erstmal hier drin, weil eigentlich bin ich ja nicht so der Ultra... Nein, ich mach's jetzt auf. Ich will es jetzt aufmachen, komm. Achso, das ist dann im Prinzip auch einfach eine andere Farbe zu dem Beereton, den wir ja schon hatten, ne? Okay. Die reelle Halbzeit ist die Nummer 13. In der Farbe Cherry Majestic Luminous Lipstick with Buttery Texture and Balm-like Contour. Relativ viele Lippenprodukte, oder? Wie schön ist das bitte? Mag ich sehr gerne leiden. Also hier hast du auch... Oh, Rot und Gold passt natürlich voll zum Adventskalender. Oh, und auch hier der Lippenstift-Stift sieht extrem nice aus. Und das ist super cremig, ne? Ganz toll. Tiefes Kirschrot. Mega. Die Nummer 14. Hier haben wir ein Schwämmchen drin. Oh, das sieht ja super witzig aus. Damit kommst du auch sicherlich super in alle Windungen. Jemand macht da ein bisschen Radau, ne? Richtig cool. Mag ich gerne leiden. Der 15. Dezember. In der Farbe Nougat haben wir einen Velvet Couture Liquid Lipstick. Den einfach in einer anderen Farbe wie das, was wir eben schon hatten. Da muss ich echt mal überlegen, ob das was für mich ist. Also, weil der ist halt sehr, sehr hell, aber ich kann den auf jeden Fall mal... Nein, der ist schön braun. Oh. Nee, das könnte wirklich was werden. Oh, schön. Ach, vor allem eine richtig schöne Konsistenz, ne? Hübsch. Und das dann in Kombination mit dem Grayish, was wir eben hatten, wäre, glaube ich, eine richtig geile Lippenkombi. Die Nummer 16. Hier haben wir einen Till the End Eyeshadow Primer. Und Lidschattenprimer können wir natürlich immer sehr gut gebrauchen. Und vielleicht kann ich echt mal ein Fullface Laneige Cosmetics schminken. So das ein oder andere Produkt habe ich jetzt ja mittlerweile da. Ja, und das ist dieses Typchen. Da sind drin 6,5 Milliliter. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Standardgröße ist oder ob das eine nicht Standard... Aber 6,5 Milliliter ist eine Standardgröße, ne? Ja. Und das ist auch universell. So, eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Kikis Basic Elements. Hier haben wir eine Vierer-Palette, also ein Quattro drin. Ja, ich habe auch damit gerechnet, dass mal so langsam Lidschattenpaletten kommen sollten, ne? Und die habe ich noch nicht. Also die hat Purish auch auf der Homepage, aber diese Palette habe ich noch nicht in meinen Händen gehalten. Und da schwärmen viele von, ne? Die sollen halt großartig sein. Ich kann die ja mal mit euch hier zusammen swatchen. Dann schauen wir mal hinein, weil ich glaube, bei so einem teuren Adventskalender macht es durchaus Sinn, wenn ich euch dann auch die einzelnen Produkte mal etwas näher präsentieren kann, dass man sich auch ein bisschen mehr im Bild machen kann. Und die Qualität ist ja der Hammer. Das in Kombination mit einem Bronzer oder so, ne, macht, glaube ich, richtig Spaß. Sehr, sehr schimmernd das Ganze, aber mag ich gerne leiden. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Auch der 18. Dezember enthält drei Produkte sogar. Einmal habe ich hier das Infinity Power Brows Maximum Hold Tinted Brow Gel. Okay, in der Farbe Blond, was für mich natürlich perfekt ist, denn ich bin blond. Aber wenn man nicht blond ist, ist es natürlich schwierig, ne? Haben wir so einen kleinen Spoolie mit dabei. Jo, kann man auf jeden Fall gut verwenden, gut gebrauchen. Und dann sind hier noch zwei Produkte drin. Hä, aber wir hatten doch eben schon Augenbrauenprodukte. Bisschen viel, oder? Okay, in der Farbe Blond und Auburn, das sind die beiden Farben, haben wir hier nochmal Augenbrauenstifte drin.
Auburn wird weiter wandern, Blond wird wahrscheinlich bleiben. Ja, den habe ich schon. Den hatte ich nämlich mal von Curish zugeschickt bekommen. Ist auch ein sehr, sehr neues Produkt. Kann ich euch dann ja mal meinen swatchen. Das ist jetzt hier der obere Swatch der beiden Augenbrauenprodukte hier, ne? Ja, schönes Produkt, aber ja, wieder Augenbrauen. Das finde ich nicht so cool. Nummer 19. Latex Fever High Shine Multi-Use Liquid Lipstick in der Farbe Wine Latex. Wow. Wunderschönes Verpackungsdesign. Sehr, sehr edel und passend zur Weihnachtszeit, ne? Mit dem Goldschimmer. Wow. Wow, 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 wow. Ich weiß nicht, ob mir sowas steht, Leute. Das weiß ich wirklich nicht. Es ist halt sehr, sehr dunkel und ich bin sehr, sehr blass, ne? Aber das ist ein richtig krasses Weinrot, Pflaume, Aubergine. Mega, ne, Julius? Und das hat dann ja auch noch einen Schein mit dabei. Puh, die Nummer 20. Zao Flash Crayon. Oh, das ist so ein Schimmer? So ein gräuliches Champagnerton-Gedönsen. Und den kann man natürlich schön als Eyeliner verwenden oder als Kajal, auch auf der Wasserlinie oder so zum Highlight setzen, ne? Oh, der ist schon krass. Die Nummer 21. Noch mehr für die Lippen. Eieieiei. Extra Fantastic. Hä? Okay, ja, das ist ein Lippenprodukt. Ist wunderschön. Oh, ist das vielleicht so eine Art Lip Balm? Würde ich jetzt so sagen, ne? Sehr dezent. Ja, für die, die es halt nicht so wawawu mögen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Für mich ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt was. Also das wird auch nicht bleiben, nee. Sehr, sehr viele Lippensachen. Mal gucken, vielleicht lässt es die Nummer 22 jetzt wieder krachen. Duo Dimension Element, die habe ich auch noch gar nicht. Unit and Outline sind hier die Farben. Das ist ein Blush. Oh. Relativ dunkel, sehr beeremäßig, ne? Beides ist schimmernd. Holla, die Waldfee, das ist intensiv. Uiuiuiuiui. Aber schöne Farben. Also der obere ist so ein bisschen Nasorgasm, nur halt in intensiv quasi. Und der untere ist richtig Beere. Wow. So, theoretisch, nein, das ist der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Ein Blotting Powder. Richtig gut. Powder on the run. Ja, ein Puder kannst du wirklich auch universell verwenden. Dementsprechend finde ich das gut. Ich habe, glaube ich, noch kein Puder von Linda Horburg. Aber einen Bronzer habe ich schon. Jemand beschwert sich. Oh, ja, so schaut das einmal aus. Sehr gut. Mit Spiegel dabei. Unten drunter dann so ein Powderpuff, ne? Das finde ich richtig gut. So, Julius, dann schauen wir mal, was in der Nummer 24 drin ist. Heiligabend. Also von diesen Sparkles, habe ich gerade geschaut, habe ich drei Farben. Aber der Blink, der jetzt hier drin ist, den habe ich nicht. Und die sind so gut, richtig geil als Cut Crease zu verwenden, Leute. Oh. Oh mein Gott, ist der schön. Ich weiß nicht, ob das eine neue Farbe ist oder so. Habe ich jetzt bei Purish nämlich auch noch gar nicht gesehen. Wow. Der ist so... Türkis-Rosa Duochrome. Mega geil. Finale, die Nummer 25. Das ist auch geil. Onset Long-Lasting Setting Spray. Also das in der 25 finde ich sehr sinnvoll. Oh, sehr feiner Sprühstoß. Sehr unaufdringlicher Duft. Also das ist richtig cool. Dann kommen wir mal zum Fazit von dem Adventskalender. Also für 278,90 € hätte ich persönlich erwartet, dass wir auch eine richtige 9er Lidschattenpalette zum Beispiel hier drin finden werden. Oder weiß ich nicht, irgendwas Größeres. Ne? Die Tasche hätte es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so hergegeben, aber trotzdem. Also für den Preis hätte ich mehr erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben sehr viele Lippenprodukte hier mit am Start. Wir haben zwar eine wundervolle Lidschattenpalette, aber es ist keine vollständige, weil halt die matten Töne fehlen und es nur vier Töne sind. Ne? Ich finde trotzdem, dass viele Produkte auch schwierig sind, wie zum Beispiel die Augenbrauenprodukte. Also das ist, ne? Also wenn dir die Produkte aus dem Adventskalender passen und du auf Linda Horvath stehst oder es ausprobieren möchtest und das Geld über hast, ist das wahrscheinlich eine gute Geschichte, sich den Adventskalender mit diesen Produkten zu holen. Aber es ist schon, also man sollte all das mögen.
weil für den Preis sollte man alles mögen. Ansonsten cool, dass ein Puder, ein Setting Spray, ein Blush drin ist, ein Primer, ein Highlighter. Gar nicht gut finde ich persönlich tatsächlich den Anspitzer. Der hat da drin nichts zu suchen. Und ja, nun. Was meint ihr? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Ich glaube, es gibt Leute, die den Adventskalender mega feiern werden. Und es gibt Leute, die den mega zerreißen werden. Für mich ist es so, dass ich mich mega über die Produkte freue und auch fast alle davon in Anwendung nehmen werde. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.